Und jetzt kommt zum nächsten Part. Gabby's Mod. Star Wars RP. Da ist ein Panzer, der auf unser RAT schießt. Okay. Der jetzt auch schon wieder kaputt ist. Ja, die Separatisten fühlen sich immer noch verzweifelt anzugreifen, weil irgendwie kommen die nicht durch, also... Ich weiß auch nicht. Da kommen die ganze Zeit immer neue Panzer und so, aber ich glaube, das war's jetzt. Oder? War's das? Egal, die haben mir gerade so... Ah, da kommt mir ein Panzer. Die haben mir so richtig, richtig viel Ressourcen verschwendet. Also richtig viel Ressourcen. Also richtig, richtig viel Ressourcen verschwendet. Also sie können ja ab und zu immer so einzeln, wenn wir all ihre Ressourcen gerade mal auf einmal hier eingesteckt hätten, hätten wir uns übelst überrannt, aber so ist das echt easy. Unser armes LRT. Aber die pushen jetzt ein bisschen vor. Die Ruinen kommen jetzt gerade schon näher. Aber die Panzer stehen jetzt auch einfach auf Erfahrung gefühlt, die machen nichts. Wir haben auch 700 Schuss ungefähr. Ja, 707. Das ist auf jeden Fall gut. Da können wir auch ein bisschen schießen, sag ich mal. Da rennt einfach mal ein CT. First Lieutenant einfach mal übers Feld. Man kennt's. Also, die kommen näher. Und die geben auf jeden Fall nicht auf. Die kommen mal wieder rangepusht jetzt hier. Um wieder das hier einzunehmen. Was natürlich No-Go ist, aber. Naja, mein Tennis steht direkt hinter mir, der schießt hinter mir, nicht über die Schulter. Gut so. Was ist das hier eigentlich? Habt ihr euch diese Blitze da gesehen? Was ist das gerade, Alter? Neue Separatisten haben wir vom West, das da hinten auf dem Berg? Ja, einmal vierter hinten auf dem Berg rum. Oh, interessant, okay. Als einmal vierter Bataillon. Lauf einfach mal hinten auf den Bergen rum, man kennt's. Da draußen sind auch Druiden. Da kommen neue wieder. Also, ich sag ja, eine Welle, weißt du, wenn die all ihre Ressourcen auf einmal konzentriert hätten, ne? Die hätten uns hier easy überrannt. Nur so ist das irgendwie halt, ne? Wir schießen ein bisschen, wir sind alle tot. Meine Waffe überhitzt, deswegen muss ich ganz kurz warten. Und dann schießt man wieder, dann sind wir alle tot, und dann schießt es wieder und dann sind wir alle tot. Ja, lol. Gut. Er hält auf jeden Fall viel aus. Ich habe ja auch ein paar Hitmarker. Jetzt ist er halt endlich mal tot. So, laut Nachwaffe. Okay. Also ich werde jetzt die zu da. Ach, das ist auch eine Granate oder so, ist das von uns bestimmt. Denke ich mal, also ich helfe, dass das irgendwie eine Granate von uns ist oder so. Die einer hat die Blitze verursacht. Und da kommt die nächste Welle. Wer hätte es gedacht? Dankeschön, dass ihr von Steve auf den Desktop geschmissen werdet. Dankeschön dafür. Okay, so. Yo, die macht mal kaum. Da kämpft gerade Nidi gegen die. Nachladen. So. Dann schieß mal links rein, das sind nicht gerade so schön zwei, drei auf den Haufen. Das gibt ja hier Schuss nämlich rein so. Macht übelst viel Damage. Und da ist auch das Langschiff von den Separatisten kaputt gegangen.
Also habt ihr gerade gesehen, recht große Explosion. Also gut, recht groß war es jetzt nicht, aber. Sprich Navy 23. Einmal Main Hangar versammeln. Geht für sie auf den Einsatz. Navy Ende. Ha! Jawohl, was wir angegriffen? Ja, was war das denn, Alter? Wer angegriffen, was passiert? Navy 23 geht auf den Einsatz. So muss das. Gut, haben wir alle. Da war es wohl. So, ich guck jetzt mal ein bisschen, raus jetzt hier. Hey, draußen sind noch Schüsse. Ja, das war verdammt nicht. Draußen sind auf jeden Fall, auch Gegenwehr hier draußen. Ich weiß, ja, ist gut. Hab ich gesehen. Scheiße, ich geh doch wieder rein. Glaube ich, wobei. Wir müssen halt gleich aufpassen auf die Panzer. Wenn der Panzer reinkommt, haben wir gleich ein Problem. Aber sonst ist alles chillig. Da drüben steht der andere ST, unser Lieutenant. Okay, kommt der reingefahren? Yo, das war ein guter Treffer. Der brennt. Bitte dreh ich nicht zu mir um, bitte. Kann ich bitte mal wer abknallen, bitte? Das ist ein bisschen schneller. Er hat mich nicht gesehen bisher. Schmeiß mal einen Blick raus hier. Ja, der sieht mich nicht, okay. Ist ja ab und zu noch ein bisschen auf die achten, aber. Ich dachte mir hier draußen die Dinger ein bisschen ab. Oh, oh, oh! Scheiße! Ich hab die von links da nicht gesehen. Hä? Ich stand ja links die ganze Zeit schon, aber ich die nicht gesehen. Hä? Ah, hab ich die übersehen, ja? Hab ich die doch irgendwie da übersehen, die da sind? Hä? Ich hab mich halt schon gewusst, wo ich beschossen will. Uff, das ist echt ein grottiger Tod von mir. Wer ist das? Ah ja, okay. Ich werde in Sicherheit gezogen von Druiden. Was? Ein Druide rettet mich, man kennt's. Dieser Moment, wenn man von einem. Diese Map einfach von einem Druiden gerettet wird. Alter, wie ich hier hänge. Also, ich gönne euch das mal jetzt. Shit. Gönnt euch das mal, wie ich hier hänge. Gönnt euch das bitte mal. Uff. Ich werde von Druiden gerettet. Auch nicht schlecht. Ist ja auch nie passiert. Kümmern Sie sich drum. Oh Junge, was hat ihr für einen Dienst gerade hier? Was ist das hier vom Plappen Private? Junge! Hier liegt ein verletzter ST im Main Hangar. Wie wär's mal mit Make-up? Sech mir sucht nach Puls oder so? Hallo? Hilfe? Hilfe? Warum? Kompetenz? Geh arbeiten? Los! Oh Mann. Privates. Einfach nur Privates dazu. Mehr sag ich dazu jetzt nicht. Ich kann bitte schnell in den MC kommen. Bitte. Mal gucken jetzt hier. Make up sind drei da. Okay. Status E. Ich hoffe, der kommt zu mir.
Da hinten ist er. Da hinten ist Malik. Da hinten ist Malik. Komm zu mir. Nein, zieh euch von Malik weg. Okay, er kommt. Kommt er trotzdem zu mir? Ja, okay. Okay. Ja. Okay. Sechmi hat. Also, der kommt Panzer. Hat leichten. Ja, Schulz und hat einen Schuss in den Bauch bekommen. So, okay. Das ist mir ihr bestes Deutsch, was ich Ihnen geschrieben habe, aber naja. Ich weiß nicht, wo ich den Schuss bekomme. Ich habe auf jeden Fall ein paar Schüsse in den Bauch bekommen. Einfach in den Bauch. Ja, passt schon, passt schon. Wer ist gestorben? Ah, der 187. Private, der mich in Sicherheit gezogen hat. Der liegt jetzt da drüben tot. Ah, jetzt tut mir so ein kleines bisschen leid. Ach, egal. Passiert. Es ist Krieg. Es ist Krieg. Es passiert. Es ist so. Dann kämpfen wir gleich mal weiter jetzt hier. Wenn wir jetzt wieder aufgestanden sind, gucken wir, dass wir diese Separatisten jetzt komplett wegscheuchen jetzt hier. Da ist es Kusch. Jo, danke! Oh, ich bin gerade fast in den Laserschuss reingelaufen. Das wär's gewesen jetzt, ey. Den Berg sind unsere Leute drauf. Okay, da ist ein Panzer, da sind wir eins kampfgebieten. Okay. Entspannt. Er ist tatsächlich sehr entspannt. Keine Raketen von mir. Wir haben keine Raketen mehr von mir. Um den Panzer kaputt zu machen. Das ist jetzt nicht so nice. Und der fällt auch, also bewegt sich noch der Panzer. Scheiße. Aber war nicht so weit, mir Junge, ne? Da muss ein bisschen. Mach ein bisschen höher, so ein bisschen höher. Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Da guckst du, machst du so ein kleines bisschen, so 2 Grad höher, so weißt du, so ein bisschen so. Bisschen und jetzt. Pum. Ach, dann doch. Na, versuch was wert, Schall. Scheiße. Oh Mann. Versuch was wert. Einmal ganz kurz hier nerven. Piu! 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 Okay, wir haben langweilig gekickt. Wir haben gerade nur noch den Panzer als Gegner, deswegen recht entspannt. Wir gucken mal ein bisschen mit dem Fangas zu jetzt hier. Wer ist denn dahinter am Panzer? Für uns ist dahinter am Panzer, was macht der Typ da? Ich kann nicht erkennen, welche Rüstung es ist gerade, wenn ich ehrlich bin. Ist das ein CT? Das ist ein CT. Wow. Der gegnerische Jäger noch in der Luft. Ne, es ist eine Alpha Arc. Mit so einem Reparierding, um das kaputt zu machen. Ah ja, okay. Ah. Aha. Ah, ich hab. Jo, er ist echt mal kaputt gegangen. Perfekto, so muss das. Okay, nice. So, schauen wir mal raus. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch gegnerische Jäger in Luft rum, wie da. Der da halt zum Beispiel. Irgendwo kommen da noch Schüsse her. Alter, da ist er. Ich weiß nicht, wohin die schießen, wenn ich ehrlich bin. Aber die schießen irgendwo hin. Ja, was ist denn da, wo die hinschießen? Da ist doch gar nichts. Egal, jetzt sind die Leute noch Panzer. Ja, Panzer sind noch 2 draußen, aber... Die setzen keine Toten mehr ab. Da haben wir den Angriff auf jeden Fall jetzt hinter uns gebracht. Wir müssen ganz aus dem Griff irgendwo halt anlangen. Aber dafür bin ich wieso nicht zuständig. Ja. Leute, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich möchte das gerne da unten, dann gerne ein Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.